In Plauen fährt die wohl nachhaltigste Parkeisenbahn von ganz Deutschland. Die einzige ihrer Art mit Oberleitung ist ein echter Besuchermagnet auf der Freizeitanlage Syratal unterhalb der Friedensbrücke in Plauen. Das sind also keine kleine Spielzeugbahn oder Gartenbahn, sondern wir unterliegen tatsächlich dem Eisenbahnbundesamt. Mehr zur Parkeisenbahn in der Freizeitanlage Plauen sehen Sie jetzt. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Im Jahr 1957 als Parkeisenbahn unterhalb der Friedensbrücke im Syratal angesiedelt, hat sich das Areal in den letzten Jahren in ein wahres Vergnügungsgelände verwandelt. Nahezu jedes Plauener DDR-Kind ist mit der damaligen Pioniereisenbahn gefahren. Dabei ist das Schienengefährt, was nach der politischen Wende umbenannt wurde, längst nicht alles, was dort für Zeitvertreib sorgt. Durch die Straßenbahn damals hier aufgebaut. Wir selbst haben jetzt aktuell 11 Mitarbeiter. Das sind also keine kleine Spielzeugbahn oder Gartenbahn, sondern wir unterliegen tatsächlich dem Eisenbahnbundesamt in Dresden. Die sind für uns hier zuständig. Das heißt, die kommen einmal im Jahr hierher, das ist immer im März, prüfen unsere komplette Anlage. Wir müssen alle sicherheitstechnischen und relevanten Dinge hier vorhalten können. Alle Unterlagen müssen passen. Die Technik muss geprüft sein. Die Oberleitung, die im Übrigen von unserer Plauener Straßenbahn hier überwacht wird, das muss alles passen. Ansonsten können wir den Fahrbetrieb hier im Laufe des Jahres gar nicht durchführen, ohne die Freigabe des Eisenbahnbundesamtes. Derzeit kommt eine Diesellok des Traditionsvereins zum Einsatz, da vor kurzem ein Baum die Oberleitung beschädigte und ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstand. Viele heimische und auch auswärtige Besucher schätzen das Freizeitgelände, das ganz klar mit einem Vorteil punkten kann. Insgesamt hatten wir 2023 knapp 120.000 Besucher. Der Vorteil bei uns ist, bei uns zahlt man keinen Eintritt, sondern man zahlt nur das, was man wirklich nutzt. Das heißt, keiner ist gezwungen, hier irgendwie viel Geld auszugeben. Also man kommt hier mit 15 Euro im Prinzip an allen Stationen lang, sodass man dann nicht den riesen Ausgabeblock hat, wie man das vielleicht in einem großen Freizeitpark hat. Unsere Eisenbahn hat eine Gesamtfahrlänge von 1,1 Kilometern mit zwei Haltepunkten. Einmal unseren Haupthaltepunkt, Haltepunkt Heinstraße, und dann haben wir noch einen Haltepunkt Festwiese, wo im Prinzip ausgestiegen werden kann zum Streichelzoo. Neben dem Minigolf haben wir noch eine Trickpin-Anlage. Was ist Trickpin? Das ist ein Spiel ähnlich wie Bowling. Das spielt man auf insgesamt 12 Bahnen. Ist man so eine gute Stunde, anderthalb beschäftigt. Bei uns hier im vorderen Teil der Anlage gelegen, fährt der Eisenbahn drumherum. Und auch da von, sagen wir mal, 3 bis 99 Jahren spielbar. Unsere Highlights im Jahr, wir haben dort auf der Festwiese 6 verschiedene Veranstaltungen. Es geht meistens los mit dem Hexenfeuer, was im April stattfindet. Und am Ende des Jahres als Saisonabschluss haben wir dort unsere Mondscheinfahrt. Das heißt, dort fahren wir von 18 bis 22 Uhr. Es ist alles beleuchtet, die Strecke ist beleuchtet, unsere Autos fahren bei Beleuchtung. Die Strecke ist mit Fackeln angeleuchtet. Ja, das ist das, was man bei uns machen kann. Die verschiedenen Veranstaltungen, die legen wir immer bis Ende Oktober fest, sodass dann fürs nächste Jahr schon wieder unsere Planung läuft. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.